Hallo zu einer neuen Outfit-Inspiration und tada, ich habe euch den Frühling mitgebracht. Nein, ich habe euch ein Outfit mitgebracht, das für den Frühlingstypen passt und das ist gerade in Violetttönen manchmal nicht so einfach, denn beim Frühlingstyp kommt es ja darauf an, dass das Outfit eine warme Farbe trägt. Und hier haben wir wirklich einen Violettton, der richtig schön gelblich unterlegt ist und damit eine warme Farbe hat. Aber ich finde, wir fangen wie immer mit der Hose an, das ist ja irgendwie hier schon Tradition geworden. Hier haben wir euch einen ganz schönen Feinkordstoff auf die Puppe gebracht, denn das ist ein Feinkord mit einem kleinen Elastananteil, also nicht so ganz viel, sondern nur etwas. Und aus Feinkord lassen sich unheimlich schöne weite Hosen nähen. Unter anderem die Hose Nu von Schnittmuster Berlin, eine Hose, die ich auch unheimlich mag, weil sie hier vorne so eine vorgezogene, also die Seitennaht ist vorgezogen, da drin befindet sich die Eingriffstasche. Das ist so eine Hose mit einem Clou, würde ich mal sagen. Du könntest aber genauso gut auch die hier nähen. Das fällt mir wohl jetzt eigentlich auch was ein. Das ist die Hose Hazel von Prüller. Und auch die würde aus Kord richtig gut ausschauen. Also das by the way. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier einen Premium-Viskosestoff mit diesem schönen Blütenmuster, wo das Orange ein bisschen wieder drin vorkommt. Und wir haben halt als Grundton diese schöne, helle, gelbliche Violett. Und aus diesem Stoff könntest du dir zum Beispiel sehr schön nähen, die Bluse Ronja von Schnittmuster Berlin, eine Bluse, die hier unten an den Ärmeln so süße kleine Rüschen hat, hier vorne ein Bindeband, was man entweder geschlossen tragen kann oder aber natürlich auch einfach geöffnet hängen lassen kann. Damit du eine Vorstellung von der Bluse Ronja hast, habe ich sie mal hier mitgebracht auf der Puppe. Also wie gesagt, hier die Rüsche. Hoppla, ich habe mich ordentlich gebügelt, sehe ich gerade. Es ist ein bisschen umgefalten. Hier ist diese Rüsche. Hier vorne das Bindeband. Und wie gesagt, man kann es entweder geschlossen oder aber auch geöffnet tragen. Dann hat man so einen leichten V-Ausschnitt. Auch das funktioniert sehr, sehr gut und sieht halt eben ganz schön in der Kombination aus. Dann haben wir jetzt hier noch diesen ganz, ganz tollen Feinstrick von Mind the Maker. Und das ist wirklich ein ganz tolles, herrliches Violett. In diesem hellen Farbton, hat so eine ganz leichte Rippenstruktur drin, ist wirklich schön weich und fluffig und daraus könntest du zum Beispiel den Cardigan Chai Manners von Einfach Nähen Nähen, das ist auch cool. Also diesen könntest du auf jeden Fall sehr gut aus dem Strick machen, denn das ist wirklich so ein ganz lässig lockerer Cardigan, den man sehr, sehr gut mal eben überziehen kann, wenn es dann doch ein bisschen frischer wird. Und in der Farbkombination finde ich das wirklich ausgefallen und schick. Vielleicht magst du es auch, ich würde mich freuen und sende dir an dieser Stelle wie immer ganz, ganz liebe Grüße für einen wunderschönen Tag. Mach's gut!